chemischen Abfälle kann ich in diesen Seen sorgen. So. Wir sind da, Leute. Huch, ich bin echt müde von dem Einsatz. Was riecht hier so? Ich weiß auch nicht, Leute. Aber es riecht echt übel. Mir scheint, dass dieser Geruch vom See kommt. Ja, lasst uns nachsehen. Das kann doch nicht wahr sein. Wer hat das mit unserem See gemacht? Gecko. Die wichtigste Frage ist, wie reinigen wir den See jetzt? Jungs, ich habe eine Idee. Wenn wir eine Wasserprobe aus dem See nehmen, könnte es uns helfen, die Lösung zu finden. Gute Idee, Olet. Lasst uns beeilen, der Gestank ist schrecklich. Hey, ich habe ein Reagenzglas geholt. Gecko, warte. Wir wissen nicht, was im Wasser ist. Für den eigenen Schutz sollten wir Handschuhe anziehen. Hier, ich habe eine Probe genommen. Prima. Dann bringen wir sie jetzt zu Dr. McStephens. Die Glasscheiben stelle ich lieber hier hin. Die könnte ich noch gebrauchen. Wir sind da. Dr. McStephens, wir brauchen Hilfe. Hallo Pyjama-Helden. Was ist passiert? Warum seid ihr so aufgeregt? Ach, jemand hat ein Fass in unseren See geworfen. Und das Wasser darin wurde ganz schrecklich. Wir haben dir eine Probe mitgebracht. Kannst du mal schauen? Klar. Lass uns gucken. Gleich wissen wir mehr. Das kann doch nicht wahr sein. In diesem Wasser sind sehr gefährliche chemische Abfallstoffe. Können wir den See noch retten? Eigentlich schon. Wenn wir das Fass herausholen und das Wasser filtern, dann wird es klappen. Aber es ist ein riesiger See. Wie sollen wir das Wasser reinigen? Wir holen unsere Freunde, kleine Bakterien, zu Hilfe. Bakterien? Aber Bakterien machen uns doch krank. Nein, nicht alle. Es gibt nicht nur schädliche Bakterien, sondern auch Bakterien, die gut für uns sind. Das ist ja spannend. Dann kommt, gehen wir unseren See retten. Leute, ich muss einige Dinge mitnehmen. Wartet. Wir sind da. Also gut. Als erstes müssen wir das Fass aus dem Wasser holen. Zieht euch Handschuhe an. Gut. Und jetzt greifen wir das Fass vorsichtig. Es hat geklappt. Und jetzt stellen wir dieses Fass in einen Sicherheitsschrank. Ah ja, da sind ja unsere Bakterien. Holen wir sie raus. Wir sind fast fertig. Bakterien, jetzt seid ihr an der Reihe. Dr. McStephens, wann wird unser See wieder sauber sein? Keine Sorge, das dauert nicht lange. Toll! Ach, seht nur, das Wasser ist sauber. Dr. McStephens, danke dir für deine Hilfe. Nicht zu danken, immer wieder gern. Aber ich muss dringend dieses Fass wegbringen, um es zu entsorgen.
Wir sehen uns. Bis bald, Dr. McStuffins. Leute, was meint ihr? Wer hat dieses Fass in den See geworfen? Ich habe da meine Vermutung. Ich glaube, ich teile deinen Verdacht. Aber fragen wir doch lieber die Zuschauer. Leute, schreibt uns bitte in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Und wenn ihr uns auch noch sagt, wie wir den Übeltäter bestrafen sollen, dann helft ihr uns sehr. Bis bald. Lass uns Fernsehen gucken gehen. Okay, gehen wir.